Hallo, herzlich willkommen, liebe Malergo Freunde. Heute habe ich mal einen erfreulichen Anlass. Ich habe heute Morgen geguckt auf meinem Account und was sehe ich? Ich habe die 250 Abonnentenmarke geknackt. Und das war in ein bisschen über einem Jahr. Das hat mich doch sehr, sehr überrascht. Also das hätte ich nicht erwartet, dass die Resonanz gerade in dem Plastikmodellbau so groß ist. Ich dachte, wir fristen da doch eher so Nischendasein, aber ja, es werden immer mehr. Also letztens auch beim Karstadt habe ich einen kleinen Jungen getroffen mit seiner Großmutter, der sich Modellflugzeuge rausgesucht hatte, Oma hat bezahlt. Und das da habe ich mich doch so ein bisschen an meine eigene Jugend zurückentwickelt, weil so mit 10 oder sowas habe ich auch angefangen. Ja, eben war ich nochmal am Rechner und es waren schon 253. Und naja, bevor ich das jetzt verschwitze und wir jetzt hier die 260er, 270er Marke hatten und ich dann sage, ach ja, dann kannst du auch bis 300 warten, dann lieber jetzt. Und ich möchte mich natürlich bei all meinen Abonnenten bedanken. Vor allen Dingen der harte Kern, der immer fleißig kommentiert und auch die sehr, sehr ambitionierten YouTube-Neulinge, die auch fleißig abonnieren, die tolle Modelle bauen, tolle Videos machen, auch die Jüngeren unter uns, die tolle Modelle bauen. Da möchte ich mich ein bisschen auch erkenntlich zeigen für die Treue, für die Unterstützung und ich möchte auch einen Bausatz verlosen und zwar gleiche Regeln wie bei meinen Kollegen auch. Mitmachen darf jeder, der bis zum oder seit dem Video hier schon Abonnent ist. Also wenn jetzt jemand meint, danach sich noch schnell einschreiben zu müssen, das zählt leider nicht. Also Stichtag ist jetzt das Video und das Ding ist leider ein bisschen aufgegangen. Es gibt ein Rebell-Set, ein Starter-Set, eine Supermarine Seafire Mark 15 mit der australischen Concorde dran. Finde ich ein sehr schöner Bausatz. Ich habe mir den auch schon mal angeguckt. Schön ist auch, dass man an dem Modell den Motorraum offen darstellen kann. Es gibt einen detaillierten Blick auf die Waffenanlage. Und was mich natürlich auch riesig freuen würde, wenn der Gewinner darüber auch ein Video macht, wie das Ding dann gebaut aussieht. Ja. Die Verlosung findet nächsten Sonntag um 20 Uhr statt. Das sollte, Moment, ich muss mal selber mal gucken, was für ein Datum das ist überhaupt. Jetzt haben wir den, das müsste der 31. sein. Das war natürlich wieder top vorbereitet. Ne, das ist der erste sogar. Also, am Sonntag, den 1. Mai um 20 Uhr findet die Verlosung statt. Live. Nein, live nicht, aber ich werde es aufzeichnen mit Uhrzeit. Ja, ich hoffe auf rege Beteiligung. Ich bedanke mich nochmal für die Treue, die Kommentare, auch die Kritiken, die ihr dagelassen habt, weil ich habe auch eine Menge Murks gemacht, was Modellbau angeht. Ich habe auch meine Fehler gemacht und ich bin froh über jede Anregung, jeden Tipp, den ich von euch kriege, womit ich es besser machen kann und womit meine Modelle denn noch eine Spur schöner sind, wo ich mich drüber freuen kann und wo vielleicht der eine oder andere sich auch drüber freut, weil es seine Idee war, wie man das macht und weil er sagt, das Modell sieht einfach klasse aus, ich freue mich am Anblick. Geht mir genauso, wenn ich eure Modelle sehe und da sage ich ja dabei, die sind super klasse, dann gucke ich mir das Video gerne an, ich gucke es mir auch dann mehrmals an, wenn ich es einfach stark finde, wie es geworden ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja, danke, 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 danke für 253 Abonnenten. Und ich würde sagen, habt weiterhin Spaß am Modellbau. Und bis die Tage, euer Dylan. Tschüss.